So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Forza Motorsport 6. Natürlich mit dabei wieder der Silas. Guten Tag. Guten Tag. Heute wieder ein kleines Cup-Rennen, und zwar auf Laguna Seca. Mit ein dem Alfa Romeo 4. Ja, ein Kackrennen. Ein Kackrennen. Mit dem Alfa Romeo 4C. Natürlich wieder alles Serie. Mit KI. Ohne KI. Weißt du, was man hier hätte. Hier hätte man gut auch den MX-5 fahren können, den man hier, glaube ich, auch im Ausdauerrennen fährt. Bei irgendeinem Event fährst du hier auch. Ich weiß, diesen Cup, diesen anderen MX-5, ne? Ja, den, genau. Überall Käfig. Den können wir auch noch fahren. Ist der Super 20 oder so? Ja, jetzt kommt da. Den müssen wir auch noch mal fahren. Aber nicht mehr heute. Nein, nicht mehr heute, ne? Diesmal auch mit Quickstop und auch wirklich 15 Runden. Oh, KI sagt Tschüss. Ich glaube, ich habe neben mir wieder so eine KI, die ihre Linie durchzieht. Aber der Wagen fährt sich ziemlich gut hier, ne? Ja. Natürlich auch alle wieder Serie. Kein Setup, habe ich immer gesagt, dass die Serie sind. Echt? Ich höre die einfach nicht zu, Fabian. Hallo. Danke. Überlegs! Siehst du mein Design? Noch so eine Sache. Wenn man manchmal die Designs nicht sieht von den Kollegen. Oh, die KI war am Boden. Okay. Hast du gesehen? Außen überholen und. Naja, fast. Warst du wieder, der im Kieswert war gerade? Nein, also das. Ich weiß nicht, wer so. Also mal ganz kurz nach hinten geguckt. Ich sehe so im Kieswert. Okay. Weil ich sehe einen im Kieswert. Beiden hier gleich wieder, glaube ich. Hast du mein Design dann gesehen? Ja. So, wo ist der Bremspunkt hier? Oh, naja. Fast in Ordnung. Das Auto könnte so meiner Meinung nach so 30, 40 PS mehr haben. Ja. Also nicht viel mehr, dann wird er schon im Heck kommen, aber so ein bisschen PS mehr. So 300. Genau. Aber wir hatten realistisch bleiben. Wir hatten ja 230. 240. Ja, gut geschätzt. Also wenn er so 280 PS hätte, dann wäre der richtig schön spritzig. Weil hinten noch ein bisschen breitere Reifen. Spritzig. Er ist am Kiesbett gelandet. War richtig weit raus. Mal wieder. Korkenzieher, guck mal, wo soll man da bitte bremsen? Das weiß ich noch nicht. Das ist doch richtig einfach. Gar nicht. Na, einfach durchfliegen. Ja, okay. Du kannst in der Kurve, der hat so einen kurzen Radstand, du kannst in der Kurve nicht nochmal mit der Bremse korrigieren. Der kommt jetzt sofort. Wow, die KI hat sich weggedreht hier. Die ist zu weit ingefahren. Die ist einfach. Ja, moin. Ist die KI gerade in die KI gefahren? Nein, das war ich, der andere. Oh, jo. Dachte nur so, scheiß drauf. Aber kein Schaden. Die KI hat einfach genau das gemacht, was du bei mir in Prag gemacht hast. Nur, dass ich diesmal ausgemischt bin. Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest, ey. Ich hab Probleme, in den ersten Rand zu kommen. Ich hab Probleme, ey. Auf der Popper-Creme. Der kommt so schnell mit dem Heck, ne? Und eigentlich musst du dauerhaft so leicht auf den Gas. Hat er die Verleistung? Kein Gewicht? Der hat einfach. Ja, kein Gewicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Sobald du vom Gas gehst, fängt das Rutschen an.
Solange du noch auf dem Gas drauf bist und der hinten ein bisschen arbeitet, mir fehlt das Wort, dann geht das ja, auch, dann kommt auch nicht quer. Solange der rollt, wenn du rollen im Kurve fährst, dann kommt er sofort mit dem Heck. Ist einfach kurzer Radstand. Ist einfach scheiße. Deswegen einfach Romeo baut längere Autos. Genau. Mit mehr PS. Mit der 8C wäre gut gewesen. Ich finde aber den 8C-Port hässlich. Ich finde 4C hässlicher. Nee. Ich finde den Giulia QV cool. Den neuen. Oh ja, der ist geil. Oh, die KI macht fast denselben Fehler und fährt in die Barrikade da rein. Gerade wenn du das Wort Fehler sagst, mache ich einen Fehler. 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 Störung. Störung. Sorry KI, das wäre jetzt nicht gewollt, aber ist das passiert? Nee, das ist passiert. Was passiert ist, ist passiert. Ja, kann ich auch nicht ändern. Jetzt nicht mehr, nein. Du verkackte KI, was stichst du da rein? Ist da noch Platz oder was? Und sind wir voll gegen die Barrikade gefahren. Oh. Ist noch Platz, die KI so? Jupp. Ja, und dann kam die Barrikade. Und sie voll vor die Barrikade. Ich hasse dieses Auto, Mann. Das rutscht so viel. Eine richtige Kackkarre, ey. Kackkarre? Ich hätte gern breitere Reifen, aber das wird schon einiges ausmachen. Ich hätte gerne einen anderen Wagen. Würde auch einiges ausmachen. Du hast diesen Wagen ausgesucht. Nein, ich finde richtig cool, muss ich sagen. Fahrtechnisch. Optisch, naja, hinten geht so, aber vorne zum Kotzen wirklich. Ja. Gebe ich dir recht. Die Designlinie ist. Die können schon hässlich sein, ja. Also diese Kofferraumklappe hinten, ne? Und hat der Mittel- oder Heckmotor? Der Kiebler war schon nicht so schön. Hat Mittelmotor, ne? Mhm. Ja. Hat vorne und hinten einen kleinen Kofferraumtasche. Köfferchen. Ich drifte so viel mit dieser Dreckskarre, ne? Unglaublich. Ich krieg hier gleich. Oh, Alter. What the fuck? Ups, ich hab Schaden. Das ist nicht gut. Ich dreh mich, ich komm grad voll auf mein Leben klar. Jetzt habe ich noch mehr Schaden, danke dafür. Tada. Weil die KI aber nach vorne nicht reinfährt. Juhu, eine Runde mit Schaden fahren. Oder zurück in die Box war. Nee, ich fahr nicht zurück. Ist gut, wir den dritten Gang nehmen. Oh, jetzt sind die Bremsen. Das geht's doch nicht. Okay, ich fahr wieder da vorne vor. Was habe ich denn für Schaden? Steuern 100, Motor 3, Antriebswelle 100. Sonst wow. Gar nicht. Akzessorie-Schaden, ganz viel Bremsschaden. 3 von 4 Bremsen sind bei mir kaputt. Geil. Geil. Weißt du, ich mache so einen mini kleinen Fahrfehler. Die KI fährt immer voll in mich rein. Dann kommen noch zwei andere KIs, die auch nochmal voll in mich reingefahren sind. Jetzt zieht mein Auto nach links. Warte. Brems, komm rum. Ey, mit der kaputten Federung kommt das Auto besser im Kurven und nicht so schnell mit dem Heck, als wenn Teile ist. Tja, ist auch ein Vorteil. Hab, aber jetzt lass ich trotzdem Scheiße fahren. Hab, trotzdem Scheiße fahren. Das Deutsch, ja, nee, mach mal. Oh, Alter. Das war geil. Wer Lust hat, einen Kommentar zu schreiben, kann einen Kommentar schreiben, welches Auto wir als nächstes fahren können. Sollen. Oh yes. Ein Coup. Und jetzt bitte nicht irgendwie Porsche 918 oder so, weil das ist dann kein Cup mehr. Normale Straßenfahrzeuge, die man auch so im Alltag so mehr oder weniger Cup-Fahrzeuge hat. Trust in der Box. Ja. So,
So, hier wieder am Bremsen, jetzt auch mal im dritten Gang bleiben. Okay, okay, jetzt nicht wieder berührt. Irgendwas gehört. Ey, nicht innen reinziehen, mein Freundchen. Ey! Ey! Weißt du, ich bin schon mit zwei Reifen sogar noch weiter rechts vom Curb, schon auf dem Sand quasi. Der dreht trotzdem weiter ab. Ja. Wo ich schon am äußersten Limit bin. Ich hab schon ein bisschen Platz gemacht, schon mal Platz gelassen. Eher so, ich brauche mehr, ich bin fett. I need more. Ist auch cool, dass die eigentliche Boxenausfahrt hier einfach geschlossen ist bei der Strecke. Normalerweise kommt man erst nach der ersten Kurve aus der Box raus. Mhm. Vorher sagen die so, nö, wir sperren mal die Strecke hier ab. Bin ich wieder vierter, ey, so eine Scheiße. Du und Kind da vorne, Alter. Da, one gone. So, und dann. What the fuck, Alter. Ich glaub, der hat mir verleckt, der Typ vor mir. Nein, nicht drehen, nicht drehen. Glück gehabt. Boah, der hat 1400 Punkte, ey. Denk mich am Arsch. Bin nur der Dürftling, Alter. Im Alfa Romeo 4C. Wow. Nee, die Runde war echt nicht so geil. Ach ja, ich weiß, was du meinst. Du kannst die Korkenzirkel relativ schnell nehmen mit dem Auto. Am besten auch im dritten Gang, ne? Nicht im zweiten. Ja, wirklich. Du kannst da ziemlich schnell durchpeitschen. Boah, ey, meine Güte, Alter. Die Karre kommt nur mit dem Arsch, wenn du kein Gas gibst. Das ist so, das ist so los hier, ey. Fahrrad. Jede Kurve ein bisschen zu weit raus. Okay. Nein, kann ich nicht überholen. Nein. Jawohl. Hat der mir gehalten. Hier wurde der KI wirklich Hallo. Angst. Ja. Das muss ein Motorsport haben. Und vor allem online vor anderen Leuten. Ja. Gerade bei engen Kurven. Wenn du noch mit Sim-Schaden fährst, ey, denn. Ja, vor allem manche Leute kennen einfach keine Bremsen. Nee, das gibt's nicht. Ich meine, da sehen auch Lücken, die sehe ich nicht. Nein, nicht so weit raus. Okay. Du kannst das Auto aber in manche Kurven so leicht reinstellern lassen. Sorry, das wollte ich nicht. Ich hab mich verbremst. Nein, da. Ey, da war kein Platz, mein Freund. Du. So geht das aber auch nicht hier, ne? ...6,8 Sekunden schneller. Ja, moin. Junge, da ist... Welcher Platz bist du? Fünfter. Wo bist du gerade auf der Strecke? Ah, fuck. Nach der ersten Halbkurve. Danach die rechte. Achso. Ich komme gerade in die erste Halbkurve. Ich korrigiere, ich bin Sechster. Stark. Stark, ne? Richtig gut. Richtig gut, diese, ja. Ich würde behaupten, ich fahre von Runde zu Runde schlechter. Liegt am Auto. Aber dann ist ja gut, bin ich doch gut. Ja. Dann ist alles gut. So, der 12. überholt mich gleich auch. Also. Ist. So, ja, du bist Elfter. Ja, der 12. fährt, ist auch wieder so eine KI, die fährt über Linie und juckt die gar nicht. Ist mein Auto irgendwie kaputt? Nö. Trotzdem langsamer als alle anderen. Ja,
schon wieder so weit raus. Ey, mein Gott, Auto. Böses Auto. Aus. Hier schon wieder. Oh, verbremst. Also die KI, die fährt wirklich gut. Nicht unbedingt fair, aber die ist hier nicht schlecht. Ja, das stimmt. Jetzt nicht so weit rauskommen, Fabian. So. Ja, vielleicht nicht ganz so langsam. Aber war schon besser. Ist so warm, ey. Es ist so heiß draußen. Ne, ja, bei mir regnet. Im Zimmer sowieso. Na, wegen Dachboden, Xbox an, Fernseher an, PC, alles an hier. Wunderbar. Richtig kuschelig. Mir schön kühl. Mir schön kühl. Ich schwitze auch überhaupt gar nicht. 21 Grad. Ich kann gar nicht gucken bei mir. Also 26 Grad. Das ist bei mir im Sommer, 26 Grad, das wäre richtig kühl bei mir im Sommer. So meistens ich sagen, über 30. Dachbodengeschoss, ja. Dachbodengeschoss? Mir ist noch Klimaanlage an. Klima habe ich nicht. Und kein Dachboden. Ey, unser Haus hat eine Klimaanlage. Unser Haus ist aber gerade mal 5 Jahre alt. Unsers, 120 ungefähr. Stark! Ja, schön keine Dämmung oben im Dach. Mm, lecker, lecker. Lecker. Gekochter Fabian. Ich muss sagen, die Runde war ganz passabel. Und was wird es? Bestimmt eine mega Kackzeit. Also eine 1,468 oder so. Ich kämpfe mit einer KI, die wieder ihre Linie einfach durchzieht und einen Fick drauf, glaube ich, vor ihr bin oder nicht. Danke und mich hat gerade voll weggerumpt hat. Schönen Dank, du Arsch. Aber die Frage, wann fahre ich in die Box für den Quickstop? Ich hab einen Tag. Ja. Das ist gut so. Ich warte noch ein bisschen. Ist ja noch Zeit. Zeit. Danke. Ha! Bitch! Ah, oh, Bitch! Gotcha! Komm klar, du hast 400 Punkte. So ist das. Oh nein, oh nein! Fuck! Mann, ey! Was? Scheiße! Bist du der Punkt, der da gerade Schilder verkartet? Ja. Was hast du gemacht? Gedreht. Oh. Vom Ausgang halt ist der Wagen quer gekommen, wahrscheinlich wegen dem Curb. Sipplenkung, meistens keine Schnitte und zack, war ich weg. Scheiße. Zack, weg, never come back. Nein, da ist kein Platz in meinem Freund, oder? Okay. Schalala. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Final. Ja, hab ich wieder Schaden. Wegen dieser scheiß KI. Wegen dieser scheiß KI, die alleine durchzieht. Und schon wieder rammt die mich weg, ey. Ich hasse solche verbackten KIs. Ramm mich doch bitte nochmal. Ja, dreh mich doch. Okay. Ich hab doch vorhin mal einen Clip gemacht. Ja, ich schicke dir gleich mal zu, das kannst du mal schön in dein Video reinschneiden. Das kann doch nicht sein. Was ist denn los damit? Kann ich nicht einfach. Na.
Glück gehabt, ey. Nicht so typisch, KI, hat also aus, war von der Strecke abgekommen, geht auf die Strecke rauf, sieht natürlich ohne zu gucken oder irgendwas zu beachten, einfach volle Kanne wieder auf die Ideallinie. Wo ich gerade bin. Diese Kack-Karten-KI. Da wir noch in meine Box fahren. Ja, ich werde selbst letzter. Ich wollte eigentlich wollte ich gar nicht mehr weiterfahren. Doch. Das mache ich auch. Weil ich ein Ehrenmann bin. Ich fahre nicht noch meine Box. Ich muss dafür. War sicherlich nicht noch meine Box. Ich fahre jetzt hier mal Rennen zu Ende. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Aktuell wieder Sechster. Ich aber nicht bleiben. Oh! Mann, du! Boah, du Pissnelke, Alter! Mit dem kann man eigentlich sein! Hey, mein Gott! in der ersten Kurve, die Haarnadel. Der hast du gegen den Reifenstapel gesammelt, für dich war ich gegen die Vorderkante gegen. Ey, du regst dich darüber auf, genau dasselbe hast du in Prag gemacht und dann ist mir das passiert, was dir gerade passiert ist. Das ist kein. Genau, Fabian. Das ist kein realer Spieler. Ja, und auch alles klar. Okay, mein Wagen, der ist überhaupt nicht mehr fahren. Ja, meiner ist auch komplett am Arsch, aber ich weiß nicht, in meine Box. Ich bin mir, glaube ich, eine Federung, aber das reicht auch. Da vorne links bremsen Federung. Ich habe Steuern 100, Motor 5, Kupplung, Antriebswelle 100 und ganz viel Kostüm und Bremsschaden und Federung. Wie kann er dagegen fahren? Keine Ahnung. Die KI kann das. Oh Gott. Voll. Oh Mann, ey. Noch nie in einer Folge so viel geraged. Rage, also R-A-I-I-G. Ein bisschen behindert, ne? Ach ne. So, Box. Und Reifenstapel, hallo. Ich fick mal neben. Bitte nicht. So. Und hoffentlich der letzte Boxenstopp. Ich will nicht so gern noch einen machen. Wo seht ihr? Hey, it's Rafter. Hey, hinter mir kommt der erste. Geil. Oh, der fällt in der Box. Das ist meine Chance. Jetzt hole ich auf. Das wird knapp. Ach, nur noch drei Runden, dann ist vorbei. Und gedreht. Selber oder Autos. KI? Selber, weil KI mir Schaden gemacht hat. Achso. Kennst du das Spiel, wenn die Federung kaputt ist? Ne, ich sag nur die G-Klasse. Oh ja. Ja, und wenn das Auto anfängt so zu hüpfen, dann der kann man nicht mal geradeaus fahren. Nee. Das ist aber sehr, sehr lustig. Ja, gute Kurve, angeblich. Naja, hat keine gute Kurve. Forza war toll. Ich stimme mich halt gerne so. Wenn ihr mal eine gute Kurve, dann ist es so. Ich bin Elfer noch hinter mir. Oh, fick dich. Der Wehe, der schießt mich ab, ey, wehe. Oder ich mich selber? Oder auch das, muss man auch sagen. So, ein letztes Rennen hier mit dem GTS, erster, zweiter. Jetzt hier so letzter, vorletzter. Ist aber echt so. Liegt am Auto. Du hast ein Scheiß Auto gewählt. Die Strecke ist ganz cool, aber das Auto ist cake. Ja, ich fahre jetzt in meine Box.
Jetzt rage ich hier noch mehr. Yay, letzter Platz gehört mir. Komm, ich will den 10. noch kriegen, bitte. Easy. Ich wurde überrundet. Vor allem easy. Wurde überrundet. Ha! Das kann wirklich. das kann wirklich. Von zwei Leuten direkt. Geil. Und dann guck jetzt mal hier, wie gut die Karre driften lässt. Hat er gar nicht mehr hier. Also Ziel werden wir beide sicherlich nicht kommen. Nein. Ich werde auch nicht mehr den 10. einholen. Das ist so unwahrscheinlich. Wo bist du gerade? Ja, nachher gucken sie ja, Linkskurve. Ich war auch ein bisschen vorsichtiger. Ja, da sieht man es, ich war vorsichtig. Komm schön in den Sand rein, sehr gut. Da kommt noch eine Runde. Oder je nachdem, wie ein Essenziel ist, eine halbe vielleicht noch. Komm rum! Alter. Der ist jetzt gleich im Ziel. Jetzt hat er auf die Zielgeraden, glaube ich. Aber ich bin eigentlich auch Erster. Ich bin sogar zweimal Erster. Ich war auch einmal kurz Erster. Und Zweiter, ne? Bist du hinter mir? Nein, aber Elfter, ne? Zwei Einsen. Ich war zweimal Erster. Nee, ich mach auch hinter mir. Nee, hinter mir ist er hinter. Wow! Wow, Silas! Quickstops, 2 von 1! Yay! Ich kann gut bis 1 stellen! Ja, Quickstop-Meister, ne? 35.000 Credits. Das war das schlimmste Rennen, was ich jemals gefahren bin. Wheelspin! Yay! Aber Alfa Romeo, Stufe 6. Ja, Stufe 6 bin ich bei denen. Bei den Fickern. Bei den Fickern. Rundezeit. Naja. Die sind alle schlechter als die KI, ne? Ja. Wow. Scheiße. Ich würde sagen, von starker Leistung. Auf jeden Fall, ja. Wir haben dominiert. Wir waren richtig. Cool. Krank unterwegs. Voll krank, Alter. Wir sind so krank, ey. Diese dieses Geräusch ist auch so toll. War trotzdem noch, finde ich, ein ganz gutes Rennen. Strecke war eigentlich ganz cool. Der Wagen dazu auch noch relativ geil. Nein. Ja und nein. Nein. Strecke cool. Scheiße. Strecke cool, ja. Wagen cool, nein. Obwohl so ein 410er geht, eigentlich ist er in Ordnung. In echt. Ja, nicht besonders gut, aber auch nicht besonders scheißen. Man war nicht besonders scheißen. Ja. Ich gehe gleich nicht besonders scheißen. Nein, Spaß. Dann joa, danke fürs Zuschauen und wieder mal danke an Silas fürs Mitmachen und Mitragen. Ah, danke, dafür nicht. Ich rage doch immer wieder gerne. Ich doch auch. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss! Ciao!